Let's Play Tomb Raider 3, es geht weiter und jetzt habe ich gerade mal offscreen ein bisschen rumgeübt, dass diese Kameraperspektive ist, hat einen Sinn. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Ne? Die hat einen Sinn und zwar hat sie nämlich folgenden Sinn. Tja, was man nicht alles offscreen üben kann. Naja, da ist man weniger unter Druck. Das hier kann man so leider machen. Wie blöd bin ich eigentlich? Naja, egal. Hauptsache, wir kommen weiter, ne? Das ist ja die Hauptsache. So. Und jetzt hängt sie hier ohne Sinn und Verstand. Seht ihr, sie schwebt. Na, wärt ihr darauf gekommen? Ehrliche Frage. Ich bin drauf gekommen. Aber nachdem ich erst, ich würde sagen, 2 Stunden oder was auch immer offscreen rumgeübt habe und irgendwann entdeckt habe, das geht noch, da geht es irgendwie weiter. So, ich habe einfach darüber nachgedacht, die Alte kann ja mittlerweile auch hangeln und sowas. Und das klang dann für mich irgendwie echt sinnvoller. So, zu dem Flugzeugwrack kommen wir wohl anscheinend immer noch nicht. Das ist mir jetzt auch erstmal relativ wumpe. Ach, jetzt, ich verwechsel mal die Taste, Fackeln und das andere Ding. So, nee, das ist mir erstmal relativ wumpe. Ich lasse das Flugzeug jetzt erstmal echt an der Seite liegen. Ich will erstmal die anderen Sachen erledigen, die ich zu erledigen habe oder hoffe zu erledigen. Wie es hier jetzt ab hier schon wieder weitergeht, weiß ich schon wieder nicht. Ist mir aber auch das ist mir relativ wumpe. Ich habe erstmal wieder was rausgefunden. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, Freunde. Ey, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich meine, in der Steinzeit wäre ich drauf gekommen, dass man hier irgendwie rein kann, ey. Wer kommt auf so einen Scheiß? Wer hat solche Ideen? Da muss man... Okay, das führt alles im Kreis hier. Was? Wofür? Ach so. Das kann mir aber auch mal einer verraten, dass man hier hangeln kann. Das führt alles im Kreis irgendwie und dann wieder nicht und wieder doch. Und hast du nicht gesehen? Aber irgendwie macht das doch letzten Endes Sinn. Total merkwürdig. Tomb Raider 3 eben, aber trotzdem ein geiles Spiel. Also ich muss sagen, vom zweiten Teil auf den dritten Teil haben die sich so extrem gesteigert. Ich weiß nicht, also irgendwie... Die lieben es, uns hier zu foltern. Aber es ist scheißegal, also insofern. Ich weiß nicht, ob man da mal wieder irgendwas machen muss, damit diese Tür da aufgeht. Ist schon wieder irgendwas im Weg, also so langsam... Zweifle ich wirklich an diesem Spiel. Na, wir gucken uns das jetzt hier alles erstmal ganz gemütlich an. Und dann probiere ich jetzt hier 100.000 Möglichkeiten wieder. Das ist ja so, Tomb Raider, bei Tomb Raider hast du immer 100.000 Möglichkeiten. Man weiß immer nicht, welche so ganz richtig ist. Aber ich sehe schon, wenn das schon wieder möglich ist, was ich hier denke und nicht denke und doch denke und hast du nicht gesehen. Okay. Möchtest du mich schon wieder verarschen? Natürlich, man kann natürlich nicht nach hinten gucken. So, warum kann man jetzt hier wieder im Kreis laufen? Fragen über Fragen, die sich hier aufwerfen. Ja, Fragen über Fragen. Was ist das hier? Was wird das hier? Was soll das hier? Aber wir gehen den Weg einfach und werden das hier sehen. Ne? Also entweder wir schaffen da irgendwas oder wir scheitern da an irgendwas. Eins von beiden geht ja immer nur und solange wie sie sich da festhält, meine Güte, ist es die Power, Tante. Ja. Nein. Wir können ja auch so gut nach unten gucken. Lass uns mal fallen. Ja, das war klar. Das war sonnenklar. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Leute. Wo muss sie da hin? Ich kann nicht runtergucken. Ich habe keine Chance runterzugucken. Und das ist das Problem. Vielleicht müssen wir auch ganz und gar ohne diesen Scheiß auskommen. Ich weiß es nicht. Was passiert denn, wenn wir da mal runtergehen? Wir probieren jetzt 1000 Möglichkeiten. 1001 Möglichkeit. Aha. So, wehe, ist das jetzt richtig, ey. Dann hole ich meine Gitarre raus, ey. Ich habe zwar keine, aber... Pff. Kleine Lara kann bestätigen, dass ich denn mit meiner Luftgitarre arbeite, oder? Ja. Genau. Ja, jetzt sterben wir nochmal fröhlich, wenn wir drüber hinwegspringen. Nee, doch nicht. Gut. Lara hat ein bisschen was dazugelernt. So, jetzt ist die Frage. Da kommen wir definitiv nicht hin. Da rutschen wir ja ab, ne? Das ist definitiv so. Das könnt ihr bestätigen.
sei denn, es wäre ein Weltwunder. So. Auf Weltwunder will ich nicht mehr bauen in diesem Spiel, das ist nicht möglich. Aber ich möchte Folgendes. Ich möchte einfach dahin. So, und die Frage ist, wenn ich jetzt dieses Hangelzeug benutze, lande ich ja im Endeffekt genau da, wo ich eigentlich nicht hin will oder auch doch hin will und nicht hin will. So, das macht alles irgendwie wenig Sinn. So, es sei denn, ich klappe... Moment. Es sei denn, ich klappe diese Klappen weg. Dann könnte ich die als Hangelmöglichkeit benutzen. Würde aber immer noch nicht in diesem Raum landen, oder auch doch. So, von daher stellt sich die Frage, ob das nicht irgendwie Sinn macht, erstmal ein wenig darunter zu gehen. Ja, das sah schon so aus, als würde das gehen, aber nicht so ganz. Es stellen sich hier Fragen über Fragen. Fragenkatalog ist sehr groß. Der Fragenkatalog ist größer, als ihr denkt. Dann nehmen wir das hier mal mit. So, kann man denn da klettern? Und so weiter. Das sind alles so diese Fragen, die ich mir stelle. Wie ist das, wenn ich hinspringe? Und das ist der Todessprung. Es wäre ganz nett, wenn es irgendwie offensichtlicher wäre. Also jetzt nicht ganz offensichtlicher, aber offensichtlicher. Ein wenig, so dass man sagen kann, okay, es ist zwar schon scheiße schwer und unrealistisch, aber ich gebe euch eine Möglichkeit, liebe Zuschauer oder liebe Spieler oder wer ihr auch immer seid. Aber wenn man das so abgewichst abzieht, das Spiel, dann ist das echt kein Wunder, dass man da echt nicht weiterkommt. So, jetzt versuchen wir das mal so. Da rutscht sie ja und mit festhaltet. Waps. Und das ist genauso scheiße. Aber irgendein Sinn ist das. Das hat einen Sinn. Und den Sinn will ich herausfinden. Nur wie finde ich den Sinn heraus? Versteht ihr? Nur wie? Ich meine, wir können das uns jetzt hier stundenlang angucken. Wir können auch stundenlang hier diese Kugeln da sammeln, also diese Crystals und so weiter. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Spring darüber. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr da echt weiter wisst. Aber ich bin jetzt am Ende. Irgendwann ist auch mein Latein verbraucht. Oder mein Latein am Ende. Irgendwie rall ich das nicht. So. Ja, es ist ja nun mal auch blind, ne? Wer blind spielt, muss auch das Risiko eingehen, dass er mal stundenlang nicht weiterkommt. So. Ja, was möchtest du? Ja. Ich rall es nicht. Irgendwie muss man da aber runter. Und irgendwie ist das hier total beschiss. Ja, und immer wieder fällt sie sozusagen da rein. Wäre das denn irgendwie eine Leiter oder so? Um die Ecken hangeln kann sie noch nicht, ne? Beim dritten Teil? Ne. Ne, okay. Das macht wenig Sinn. Okay. Dann muss was anderes gehen. Aber wir kommen ja nicht darüber. Das ist ja das Problem. Solange dieser Weg nicht geschaltet ist. Vielleicht schaltet man den ja hier irgendwo, ohne dass ich... Oder so, dass ich das übersehen habe oder so. Das muss ja irgendwie weitergehen. Das kann ja nicht angehen, dass es hier nicht geht. Ist ja hier irgendwo so ein Knopf, den wir einfach übersehen haben, oder wie auch immer. Mensch, Mensch, Mensch. Immer schwerer, immer schwerer. Das Spiel weiß schon, wie sich's schwer gestaltet. Vielleicht müssen wir ja doch erst zu dem Flugzeug, oder auch nicht, und... Ich meine, ich glaube in dem Spiel echt nicht mehr an Wunder oder so, ne? Aber verwundern tut es mich schon. Ich denke nicht, dass das geht, was ich jetzt hier vorhabe. Aber ich denke, es ist zumindest wert, auszuprobieren. Es war es zumindest wert, es auszuprobieren. Ja. Auf jeden Fall müssen wir da ein wenig
natürlich sein, dass hier irgendein Weg geht, von dem wir verdammt nochmal noch nichts wissen. Ja. Und wir den einfach ausprobieren müssen. Weil dieser Weg da wird uns ja jetzt zurzeit erstmal nur vorgegeben. Ein anderer Weg wird uns jetzt hier ja nicht präsentiert. So, insofern muss ja irgendwas gehen. Irgendwas muss immer gehen. Es kann ja nicht angehen, dass hier nichts geht. So, naja gut, bei Tomb Raider kann das angehen. Es ist schließlich der dritte Teil und der dritte Teil ist meines Erachtens nach vielleicht von den Rätseln nicht so schwer wie die anderen Teile. Aber er toppt es schon ein wenig, muss ich sagen. So. Wobei wir jetzt hier sagen müssen, hängen wir hier in der Luft, ohne irgendwelche sinnvollen Eigenschaften erreichen zu können oder irgendwas, was irgendwie uns weiterbringen würde. Im Endeffekt müssen wir da rein. Das verstehe ich. So, nur die Frage ist, wie schalten wir das frei? Na, das ist jetzt die exklusive Frage und vielleicht geht das ja so. Nein, es geht so nicht. Die Frage ist, wie wir diese Klappen bewegt kriegen. So, ich kann mir vorstellen, einerseits, da vorne ist ein demonstrativer Hebel, der uns angrinst, ohne Gnade, aber der uns nichts bringt. Der bringt uns einfach erstmal nichts. Im ersten Moment. So. Ach, Leute. Alles klar. Manchmal erfordert dieses Spiel doch eine andere mechanische Art und Weise. Ich sag da jetzt nichts zu. Sagt, was ihr wollt. Ich höre euch gerne zu. Ich bin auch ein sehr offener Mensch, was das betrifft. Aber damit hätte ich jetzt als allerletztes gerechnet. Ehrlich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ehrlich nicht. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber warum auch? Wer kommt auf sowas? Dass der Hebel gleich in der unmittelbaren Nähe ist. Ah ja. Aha. Speichern wir hier an der Stelle, weil man darüber rutschen kann. Gut. Das war nicht... Es war einerseits offensichtlich, der Hebel. Hätte ich mal in diese Ecke geguckt, okay, wäre ich drauf gekommen. Habe ich aber nicht, also wäre ich auch nicht drauf gekommen. Na, sind wir ehrlich, was soll man da noch zu sagen? Was soll man dazu noch sagen? Ich gehe mal davon aus, Rammer dürft ihr raten, das ist das erste Mal in diesem Spiel, glaube ich, dass man auch mal was rückgängig machen muss. Ja, gut. Da hätten wir jetzt uns auch wieder stundenlang dran rumgerätselt, aber nee, wir haben darüber nachgedacht und... Ach, Gott sei Dank sind wir drauf gekommen. Also dieses Level ist wirklich für mich Oberkante, Unterlippe. Ich würde schon fast behaupten, dass dieses Level unverschämt ist. Aber das Recht steht mir jetzt nicht zu. Es gibt bestimmt einige von euch Zuschauern, die jetzt hier hinter sitzen und sagen, oh, wie leicht. Und ich sitze hier und... Ja, dann ist das so, sage ich ehrlich. Aber wir werden das schon schaffen, ey. Mit eurer Hilfe. Erstmal mit euren guten Zuschauern. Das ermutigt natürlich, weiterzukommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, so wie ich das sehe, macht euch das Zuschauen ja auch irgendwo ein wenig Spaß, ne? So, das heißt jetzt hier schon wieder ein Klartext für uns. Wir haben schon wieder ein Problem. Das ist natürlich jetzt irgendwie bitter. Das ist bitter. Das ist bitter. Da ist jetzt schon wieder irgendwo eine Hebelkacke im Hintergrund,
wir nichts wissen.